Liebe Freunde da draußen, willkommen zurück. Staffel 11 geht langsam dem Ende zu. Man hat es ja bemerkt. Stone ist bei mir im TS, hallöchen. Hallo. Wir haben jetzt, also ihr habt jetzt 3 Folgen lang den Mörder gehabt. Gamma, Beta und Alpha. Und ich glaube, wenn jetzt jemand noch Interesse hat, das zu machen, ich glaube, der kann ja genau gucken, was wir gemacht haben, was wir falsch gemacht haben, welche Tiere wir dabei hatten und so weiter und so fort. Ich weiß ganz genau, ihr schreibt natürlich in die Kommentare, ey Dex, was hast du denn den Tech Moser gehabt, warum hast du nicht damit geballert? Ich habe immer Angst, ich glaube, mit dem Tech Moser kann ich euch auch abschießen, ne? Ja. Ja, und deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich habe immer überlegt, soll ich jetzt mal ganz kurz schießen, wenn ich mal ganz kurz weggeflogen bin von dem blöden Tornado? Ach, warte mal kurz. Ich muss ja einmal hier mein Ei schmeißen. Also nicht mein Ei, sondern hier ein Rex-Ei. Für den Bossfight. Ach, ich kann noch Level vergeben. So. Also wie gesagt, oh, ich bin Level 100 geworden gerade. Hey! Tech-Bett lässt grüßen. Juhu! Voll gut. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen auch den Endboss-Fight machen und dann ist es dann auch vorbei, das Ganze. Deswegen mache ich mir jetzt gerade nochmal einen T-Rex auf meinen Namen. Und was nehmen wir eigentlich alles mit beim Bossfight? So wie wir... Also derzeitigen Standpunkt werden Fabi, Akuma und Benny sich einen Ferox klammern. Okay. Die werden dann die Ferox-Reiter sein. Ich werde die Luftkoordination machen mit allen Dinos-Pfeifen und so Gedöns. Okay. Oh, der will. Dann Kim will auf den Kerzi gerne reiten. Und du halt mit Kim zusammen geht dann, wie soll ich sagen? Ja, jetzt habe ich für ihren Kopf. Ja. Hier kommt Terezino mal ganz kurz spazieren. Brauchst nicht, die will nicht, dass er gefunden wird. Achso, habe ich gerade gemacht, weil der stand da gerade so doof rum und wollte einen Schnuller haben. Na egal. Ja. Waffi auf den Rex, Grobi auf den Rex, Fabi auf den, wie gesagt, auf den. Wie heißt der? Ferox? Ferox, danke. Ja. Also ich will auf dem Rex natürlich sein, weil ja. Ich möchte gerne, dass in der Aufnahme so viel wie möglich vom Kampf gesehen wird. Und deswegen ist der Rex eigentlich die perfekteste Position, um wirklich alles zu zeigen, was da gerade so abgeht von der ganzen Schoße. Die Spezialaufgaben verteilen wir vor, je nachdem, wer halt da gerade besten für geeignet ist. Wir sind dann die Rex-Reiter dann sozusagen, die das dann machen dürfen. Also das der Boss einsammeln. Der Boss in Genesis ist echt ein schönes Teil eigentlich. Finde ich sehr, sehr cool. Ups. Das ist eigentlich ganz cool. Deswegen sind wir gerade hier sehr stark dabei, hier alles zusammenzukratzen. Derzeit mache ich noch die Vorbereitung, das zweite Mal den Unterwasserboss zu machen. Mhm. Für die Leute, die nicht mit konnten. Habe jetzt, glaube ich, irgendwie so 20.000 Munitionen hergestellt. Mhm. Dass viele Leute sich das nochmal machen können. Ich werde noch einen zweiten Moser bauen. Dass man sowas zu Notfall zu zweit einfach runtergehen kann und den dann noch legen kann für Punkte. Oder Engramme. Als Beispiel. Und dann halt die Rexzucht anfangen. So den nächsten Tag. Der Boss, glaube ich, bei Genesis heißt, glaube ich, der jetzige Boss. Es gibt ja einen zweiten Teil von Genesis. Ihr wisst es ja, wir sind ja echt Part 1 noch. Also Teil 1. Der heißt, glaube ich, Master Controller, soweit ich das weiß, ne? Ja, stimmt, ja, Master Controller heißt. Master Controller. Und danach, schätzungsweise zu 110%, werden wir den Overseer bestimmt wiedersehen. Und ich für meinen Teil bin mir irgendwie sicher, dass das irgendwas vielleicht mit der oberen Raum... Kapsel da oben, Raumschiff, Raumdonut, der da über uns immer fliegt, irgendwas damit zu tun hat. Ich weiß nicht warum, aber es sagt mir irgendwas. Aber was man grundsätzlich sagen kann, wir sind ja gerade in der Genesis-Simulation zu Genesis, wenn ich das richtig verstanden hatte. Mhm. Das heißt, wir sind nicht mal auf Genesis, sondern die Simulations-Genesis. Ja, das ist nur die Probe, der Test, genau. Genau, der Test, ob wir würdig das Recht sind. Haben, würdig darauf zu kommen. Und Genesis
wird zerstört sein. Also nicht mehr richtig funktionsfähig, einfach ein Grind. Wer hat dich ganz am Ende der Cutscene gegrappelt? Weißt du es noch, Dex? Ich in der Cutscene? Da bitte nochmal? Ich habe gerade die Nase geputzt gehabt und habe dich gerade am Ende nicht mehr gehört. Sorry. Sagst, wer hat dich bei der Ende der Cutscene gegrappelt gehabt? Sag ich nicht, darf ich dann wieder. Das darf ich nicht sagen. Nein, sag ich nicht, aber ich sag dir nur einfach nur mit deinen Geistern. Das heißt, der wird dann ein bisschen mitspielen, glaube ich. Deswegen sagte ich ja eben zu 110%. Zu 110% wird es ganz sicher der Overseer sein, weil Overseer ist eigentlich immer da. In jedem DLC war, glaube ich, der Overseer. Ich glaube, in jedem, ne? Ja. Nein, nicht ganz. Also ja, er war da, aber effektiv haben wir ihn bei Scorch Earth nicht miterlebt. Stimmt, bei Scorch Earth war eigentlich die Planung, dass der... Stimmt, da ist nur der Dings. In der Arena, diese Wyvern-Arena oder Manticore-Arena, sollte eigentlich eine Tech-Cave sein. Um gegen den Overseer zu kämpfen und von da aus weiterzukommen. Okay. Wir haben aber Scorchers einfach, die Story, Scorchers endet da einfach. Ja, ich glaube, Scorchers ist das einzige DLC, was irgendwie kein Zusammenhang hat bei dem Ganzen, ne? Es gehört rein technisch, du gehst nach Scorchers und von Scorchers kommst du nach Aberration. Mhm. Von der Story her, aber, weil zum Beispiel Tech Cave kam ja auch später. Aber, und das Ende, aber das haben sie bei Scorchers nicht mit reingebracht, das nächste. Die haben einfach aufgehört, sozusagen. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, weil Scorch Earth nicht beliebt ist. The Island kriegt jeder, aber Scorch Earth so an sich kauft wohl keiner, würde ich mal sagen. Weil deswegen sind die Vibern zum Beispiel auf Ragnarok. Würde ich jetzt mal so vermuten. Ich weiß es nicht. Also Scorch Earth ist von meinen DLCs für mich... Ja... Keine Ahnung, ich würde es wirklich auf die letzten Plätze verschieben, aber das kommt davon nur, also die Wyvern-Schlucht, die war super, das war so spannend damals, das war auch das erste Mal ein Wyvern zu sehen und da mal ein Ei zu klauen, jetzt muss man ja für alles Tiere ein Ei klauen, aber damals war das ganz von Anfang an, ist das was Neues gewesen, diese Technik, ein Ei klauen, Ei ausbrüten, aber von der Karte her, die war schön gestaltet, aber eben nur Sand und das ist nicht so mein Ding, nur einmal nur Sand zu sehen. Und ich bin ja eher, ich muss ein bisschen Abwechslung haben im Ganzen. Du hast Sand ja eh immer von Euro, daher. Ich habe Sand, genau. Ich habe genug Sand hier bei mir. Also ich fand Scorchers echt geil. Muss ich sagen. allein die Lebensstrukturen und alles, ich fand Scorchers richtig schön. Scorchers hat vieles Gutes gemacht. Hat neue Bauteile gebracht. Bis heute gab es keine neuen Bauteile. Also Bauteile heißt jetzt für Haus Bauteile. Beziehungsweise, nee, anders formuliert, besser, ein neues Bauteile-Genre. Weil es gab ja neue Bauteile in Tech zum Beispiel. Zum ja, aber oder eine Tech-Brücke oder... Ja, das war oder alles nur Tech-Müll. Oder hier, aber wie heißt es, hier die für Staturen auszulegen aus Extinction. Ja, aber stell dir mal vor, du hättest jetzt mal vielleicht, keine Ahnung... Ja, das meine ich ja, also es gibt neue Strukturen, aber es gibt keine neuen Strukturen-Sets. So Stein, Holz, Adobe, Metall, Tech. Ja. Da ist einfach kein neues Set dazu gekommen, das fehlt. Aber mir fiel jetzt aber auch jetzt nichts Neues ein, muss ich sagen. Ja, also das muss dir ja nicht einfallen, das soll dem Entwickler ja einfallen. Dafür wird er ja bezahlen mit seinem Geld nachher. Adobe fand ich super. Du hast da Leben gehabt, du hattest da die Wasserressourcen auch als Brunnen gehabt. Und das fand ich voll cool einfach. Bis jetzt finde ich die Lehmbauteile einer der schönsten, ganz besonders das Dach. Ja. Super. Also wenn ich Lehmbauteile hätte, würde ich mein Dach immer als Lehm setzen. Da hat man wenigstens Ziegel. Sieht alles ein bisschen südländisch aus. Guckt euch auch mal das Let's Play von Scorch Earth an. Ich glaube, da bist du gerade... Nee, du bist bei Staffel... Du 3. Bist da gerade dazu gekommen, ne, oder? Nee, Staffel 3. Hey, bin ich schon dabei. Ja, aber wann war denn Scorch Earth? War es nicht vorher? Nach Staffel 3. Kam 4, ja? Was war Staffel 4? War das? Ja, Staffel 4 war Scorch Earth. Ah, okay, Staffel 4. Staffel 1 war sein, Staffel 2 ist Center, Staffel 3 ist Island, mit die große Party mit mir, DJ und meinem Bruder. Mit der Wixi, Z, AMD, Grey Fox, Automatics, Bitte, Gravy. Das war und dann, fand Staffel 3 auch super schön. Ja, Staffel 4 war dann Scorch Earth mit Vixi, der ein bisschen dabei war, Baby, dir, mir und Z. Staffel 5 war dann Chico Island.
kann das alles noch, ich kann mir das überhaupt gar nicht mehr merken, so viel Zeug, so viele Thumbnails. Ihr müsst mal überlegen, wie viele Thumbnails ich erstellt habe, wie viele Fotos ich geschossen habe, wie viele Videobeschreibungen ich geschrieben habe. Nur für Ark, ey. Jetzt kommt das Eis gleich draußen, 30 Sekunden noch. Wann machst du eigentlich mal wieder Ark? Ja, echt. Ich fand das so lustig. Ich habe das heute mal bei Twitter getwittert. Hab YouTube auch dazu getaggt, dass ich das sehr eigenartig finde, dass meine Videos nicht mehr bei meinen Abonnenten angezeigt werden. Warte kurz, 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und? Und da ist er. Oh, eigentlich ganz hübsch. Level 200. Das ist der Mom. Vor. Der. Ach, jetzt hab ich das. So, Mampfer. Mampfer. Das ist der. War da eigentlich ein Weibchen? Ich weiß es gerade nicht. Nee, ist okay. So, ich muss mal was zu essen reinknallen. So. Wo war ich gerade drüber reden? Also dann fand ich es so lustig, ich habe YouTube da getaggt. Und die liken dann mein. Ist ja schön. Ich hab mal auch. Ups. Giganotto? Oh, der ist verhungert. Ist der hier gerade gestorben? Bei mir in der Nähe? Ja. Wo? Und auf der Plattform. Oh. Tech Baby Giganotto ist gerade gestorben. Wo ist denn der? Raus auf der großen Plattform. Oh, das ist ein Riesending. Wie ist denn der verhungert? Kann ich mich auch. So lange steht er doch gar nicht da. Nö, der hat ein bisschen Hunger, denn hier nebenan, aber das da hat ein Schnitzelfitzel weg. Hätte, hä? Ja, deswegen wundere ich mich ja, weil ja, die haben ja genug, die stehen ja da einfach nur AFK rum. Der steht genauso lange da wie der von Benny nebenan. Tja, der ist jetzt gerade verreckt, der. Alter, nee. Albedo. Sehr komisch. Meine Beschreibung? Ja, Starve to Death. Aber bei Benny's Ski habe ich ja gesehen, die haben genug Food gehabt. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie jetzt irgendwie sterben. Ich bin aber jetzt gerade mal richtig baff. Wir haben echt einen Giga-Verschleiß. Ich tue den Giga in der Sattel übrigens in den anderen Giga nebenan setzen. Der hat glaube ich, auch nicht das Essenssymbol, glaube ich, über dem Kopf, ne? Wo ist denn hier das? Sehr cool. Wo ist denn das? Wo kommt denn dein Feeding Throat hier? Im Haus sind zwei Stück. Ich werde da wohl noch einen hinbacken. Ja, die haben alle kein. Nee, die Tiere haben alle kein Dings. Nur die, wie heißen sie hier, die Nasenbären hier vorne? Megatherien, ja, die haben welche. Oh Mann, ey. Wieder liegt der Giga. Ja. Hat jemand was im Chat geschrieben? Ja. Oh nein. Vorhin ist nämlich auch Gnomi gestorben. Mit seinem Megatherium. Auch gestorben. Aber ganz ehrlich. Ach, der fuck nicht. Der Giga, der Tech, ja, das Baby folgt mir. Der folgt mir ja noch, hab ich ganz vergessen. Wo ist denn der? Und den Wandern hast du deaktiviert? Nee, noch nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Ach, da, okay. Dex packt mir aber einen Kryopod und steckt einen Kühlschrank. Benenn ihn noch. Wir wissen, dass es deiner ist. Ja, da ist Mampfa. Okay. Dann ein Kühlschrank, da kann man den später. Hast du? Hier. Ganz gemütlich mit mehreren weitermachen. Hast du welche da drin? Oh ja, hast genug. Recht viele. Ich wollte gerade sagen, sollten einiger sein. Hab glaub 20 Stück für den Kühlschrank hergestellt extra. Der Benny vor Wut will gerade deine Beiß einreißen, glaube ich, oder sowas. Läuft mit dem Giga hier in die Wohnung rein. Was ich übrigens voll gut finde in deiner Base, ich bin ja kein Tech-Fan. Ich mag Tech-Sachen wie zum Beispiel die Türen. Ich bin ja so ein faules Nerv, ne? Ich habe keinen Bock, mich die Tiere die Türen immer aufzumachen, aber. Was mich wundert, aber was ich sehr gut finde, dass es kein Dach hat. Es hat einfach, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ach so, ich finde das tausendmal besser ohne Dach. Es wirkt ein bisschen kahl, aber noch. Da muss noch, vielleicht nicht komplett zu, vielleicht mit Greenhouse ein bisschen, aber da muss was hin. Du hast ihn getötet. Warum hast du ihn nicht gefüttert? Das ist deine Schuld. Das ist was. Du bist verantwortlich fürs Essen der Gigas. Du bist Papa Giga. Es gibt Papa Schlumpf und es gibt Papa Giga. Das bist du.
Nee, sagt er, nee. Doch. Doch, doch, doch. Boah, der Penner schießt mich tot. War aber klar. Was soll das? Jetzt haben wir meine Rüstung wieder kaputt. Dex, warum hast du deine Rüstung auch an, wenn du in der Base rumstehst? Das ist sehr gefährlich. Ja. Gesucht er, also, hat mir auch noch meine ganze Munition rausgenommen oder was? Nee, nee, ja. Was hat er mir rausgenommen? Was hat er mir jetzt gerade kaputt gemacht? Boah, meine ganze Rüstung zerfetzt du. Der hat eine 515er Shotgun, Dex. Ihr haut ein bisschen rein. Ich schieße aber jetzt nicht auf ihn, weil er hat ein Tech-Zeugs. Tech-Zeugs an. Tech-Zeug ist little bit gut. Dex, willst du Farbe haben? Farbe? Fett, Benny, Farbe, Klamotten ändern. Ich habe aber kein Tech-Zeug. Nein, Benny fragt im Chat, ob er dir Farbe herstellen soll. Ja, mach mal. Mach mal. Hat er was zu tun? Kommt dann wieder Giga im Weg. So, Smiley hinterher. Loben. Warte, ich muss ja Clickbait machen. Also, ja, Logen, Bonker S. Bro. Bro. Bonker S. Auch schön, dass S groß geschrieben. Na, Logen, ich verfolge auch meinen Chat, ja? Ich weiß zwar immer noch nicht, was Monka S ist, es sollte, glaube ich, irgendein Streamer sein, glaube ich, oder sowas, ne? Ja, komm, ich mir aus dem Smiley war das. Digga, hat er geschrieben bestimmt, oder? Digga. Der Erik hat ja letztes Mal mit uns Valorant gespielt. Man merkt sofort, dass der da war. Ey Mann, was ist denn das, Bro? Das ist denn das? Ey Digga, ich sag dir, die haben mich voll ge. Ey, das ist. Aber Die haben mich voll auf den Kieker oder so. Monka ist aber auch hier dieser grüne Frosch. Ach so, okay, Monka S. Ach ja, es ist ja dieser mit dem aufgerissenen Maul, ne? Genau. Ah ja, okay, der lustige Frosch. Monka S. Ja, Gigatot. Tollwurst. Oh, ist halt so. Schreibt doch mal in die Kommentare, Leute, wie ihr den Bossfight überhaupt fandet. Also ich muss Welchen tatsächlich sagen, letzten? ich finde den Boss-Fight fand ich nett. Ja. Gute Idee. Ich mochte die Arena. Ich mochte den Mörderer nicht. Ich hätte ihn gerne ein bisschen dünner gehabt, nicht so aufgeblasen. Er war halt eine fette Qualle. Ja, leider, das war wirklich eine fette Qualle. Und das ist ein bisschen schade, weil ich fand, warum muss das so eine fette Qualle sein? Weil es Unterwasserboss ist und um das Unterwasser zu füllen, fett sein muss. Weil er viel gefressen hat. Kann ich bei dir hier eine Fahne hinknallen oder ist hier irgendwie Ja, Fahnenaufbauverbot? gönn dir. Gönn dir. Wenn sie mir nicht passt, stehe ich so woanders hin. Nö, die stört dich nicht hier. Ich habe sie nur falsch rumgebaut. Na, jetzt haben wir. Wieso hatten die auf mich auf beiden Seiten? Was ist denn das hier? Man hat hier sein Leben riskiert und dann kriegt man hier so ein Stück Stoff mit einer Latte und dann ist das Ding auch nur auf der einen Seite, egal. Sechs, manche Leute brauchen halt die Latte davon. Die ist halt wertvoll zum Hinstellen. Ja. Ich habe immer meine Latte dabei. Habe ich jetzt gerade ausgepackt. Habe sie mal in ein Stück Stoff gewickelt. und aufgestellt. Ich platziere das Ding ja auch mal. So, hier. So, kannst du haben. Kram die Latte in den Boden. So, guck Hält so ein mal. bisschen. Ich habe dir hab gerade einen Ventilator hier vorne hingeknallt. Bist du gerade da? Nein, ich bin im Vulkangebiet. Vulkangebiet, ich, Vor allen Dingen, er hat der Tusu Toy, das ist ein Schwanz, das ist ein Schwanz, das ist ein Kopfteil, Wiedel. sein Kopfteil oben aus der Plattform raushängen. Und es sieht ein bisschen aus, als ob das ein riesengroßer Anker wäre vom Schiff. Sieht cool aus. Hast du schon Strom hier? Also hast du ja Tech-Zeugs, ne? Naja, Strom habe ich. Kann ich hier so einen Propeller hier hinsetzen? Das sieht doch ganz nett aus, wenn das hier, das passt Nein, doch. bitte nicht. Das Boah. passt nicht. Was? Klar baue ich den jetzt hier hin. Der kann den kein Metal gerne haben, wenn er da seine Base anfängt, aber der kommt jetzt nicht mehr dahin. Ich baue den jetzt hier hin. Stellen dann in dein Haus rein. Du willst es doch auch. So. Muss ich Dex wieder züchtigen? Ich merke das schon. Das passt so gut. Das musst du echt mal lassen. Das sieht so gut aus. Wir haben unterschiedliche Definitionen von gut. Ah, ich komme ja auch nichts hoch hier. Kommt man nichts hoch hier?
Nichts hochkommen und so. Was ist denn das hier? Scheiß Boot hier. Das ist halt decksicher. Schlag ich kaputt. Jetzt hänge ich in dem scheiß Ding drin fest. Es ist, warum hast du eigentlich hier so einen Holzboden? Also es ist eine Holzplattform. Nö, das ist eine Metallplattform mit einer Holzlagerung für die Tiere. Okay. Damit sie es weicher haben. Ja. Hat dem Giga auch nichts gebracht. Doch, der ist weich umgefallen. Okay, Leute, ich sage jetzt mal, ich habe ja mein Giga-Baby gemacht. Giga? T-Rex-Baby für den Fight. Und in den nächsten paar Stunden werde ich den mal irgendwie tätscheln und hätscheln und so weiter und so fort. Und dann haben wir das auch mal geschafft. Und dann haben wir, ja, wir sind eigentlich gar nicht mehr so weit. Ich denke mal, wir werden vielleicht maximal vielleicht noch vielleicht 10 Folgen machen, ne? Wenn es hochkommt. Ja, maximal noch. Dann ist das vorbei hier, das Ganze mit Genesis. Und dann geht's ja nochmal für euch da draußen rüber zu Crystal Island. Das kommt ja bald jetzt auch raus für den PC ganz neu nochmal aufgelegt. Ich kenne Crystal Island ja schon. Kim kennt sie komplett auswendig. Die Karte hat sie total runtergesuchtet. Akuma hat sie runtergesuchtet. Dann noch Waffi genauso. Ja, die Mädels haben Crystal Island geliebt und werden es vielleicht jetzt hassen, weil natürlich, wenn die Karten aufgekauft werden, wie Valguero, wie Ragnarok. Valguero? Valguero ist richtig. Valguero, Ragnarok und jetzt Crystal Island. Die waren ja vorher einfach nur eine Mod-Karte. Und Mod-Karten bedeutet, du kannst ja eigentlich drauf machen, was du möchtest. Ist ja egal. Und dann waren alles voller Tiere da. Und als dann die Karte aufgekauft worden ist, haben die die ganzen Tiere, wie jetzt zum Beispiel Rock Drakes, Wyverns und sowas, haben sie da rausgeholt. Nee, Wyverns nicht. Die haben sie nicht rausgeholt? Nee. Also alle kartenspezifischen Dinos, die den Kernpunkt DLCs bilden, dürfen nicht auf andere Karten übernommen werden als Haupt. Das wäre dann der Griffin, das wäre dann der Rock Drake, das wäre genau. Dann Managan, dann die Schneeäule zählt auch darunter. Dann habe ich deine Sukus, Reichus, der gehört da auch dazu. Und jetzt von neuesten der Magmataurus. Mhm. Und dann denke ich mal, wird ja, und die ganzen Tiere sind alle raus, werden ganz sicher rausgenommen. Ich bin mir nicht sicher, wir nehmen uns nicht die Hände ins Feuer, aber es war bisher immer so gewesen, es wird auch so wieder so sein. Und deswegen wird dann Crystal Island ein bisschen anders sein, als das, wie man es kennt. So ist es eben. Und ich glaube, dann ein paar Tage, Woche vielleicht später, geht es dann auch, glaube ich, für die Konsole los. Und dann geht's los mit Crystal Island. Nee, nicht ein paar Tage, laut Aussage soll es Sommer sein. Ich würde Monat bis zwei. Ehrlich? Sommer wäre ja dann Juni. Ja, Juni bis Ende August, ne? So. Naja, Monat bis zwei. Ich glaube, im Juni kommt, ich tippe auf Verspätung immer wieder, gerne von bei ARK, Crystal Island für PC und für Consoleros 1 bis 2 Monate später. Bin ich stark drauf aus. Und die Mod für die PCs, werden wir gucken, ob die da nochmal kommt. Wir werden sehen. Ja. Ich sag doch mal, tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Winke, winke, hier.